RimWorld Play. Okay, geil, Mann. PC 1. Okay. Was ist letztes Mal passiert? Also, soweit ich mich erinnere, ach, drei zusätzliche Mods, dann verlieren wir wieder Zeit. Da verlieren wir wieder Zeit. Und dann sagt ihr, du hast Zeit geschunden. Lass uns heute mal normal. Komm, einfach weiter. Einfach weiter, einfach weiter. Trimble 3, komm, einfach weiter. Wir haben letztes Mal, lass weitermachen. Wir machen einfach weiter, let's go. Chat will Mods, ihr bekommt die Mods beim nächsten Mal. So, also, was ist letztes Mal passiert? Ich gebe einen kurzen Roundup. Wir haben zwei neue Kolonisten, und zwar Master, das ist Mastermind, das war der erste neue Kolonist, den wir hatten, und Dr. Joe. Es ist auch eine 25-jährige Nudistin abgestürzt in unserer Kolonie. Die konnten wir aber nicht aufnehmen, die haben wir gehen lassen, weil die war too much. Die hätte Unruhe in die Kolonisten reingebracht, deswegen haben wir sie gehen lassen. Wir haben noch Fat Jevil, hier eine 49-jährige alte Frau, in Gefangenschaft. Sie hat schon mehrmals versucht zu flüchten und uns zu überfallen, aber wir haben sie immer wieder zusammengeschlagen und haben sie wieder in das Bett gesteckt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann unserer Kolonie beitritt als Putzfrau. Das ist soweit der Plan. Wir haben hier diese vier Räume mehr oder weniger etabliert. Wir haben hier vorne hier werden Sachen angefertigt, aber nicht ganz sicher, so, weil ich will es eigentlich umbauen, es soll der Eingang werden. Und hier vorne sind unsere Fallen und hier bauen wir Essen an. Wir sind gerade vier Mäuler, die es zu stopfen gilt. Und wir haben aber nur diese Reisplantage hier. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen jagen. So, also wir schauen mal. Chat pflanzt hier gerade wieder neue Heilwurzeln an. Wir hatten schon mehrere Krankheiten. Zweimal ist die Seuche ausgebrochen. Hat auch einen fast dahin gerafft. Das war, glaube ich, Knalli. Knalli. Was ist denn jetzt passiert? Zusammenbruch schwer. Was? Wen hat denn Dr. Joe da in der Hand? Alles klar. Dr. Joe versucht gerade mit diesem Leichnam Fat Jevil zu füttern. Könnten wir bitte den hier nicht benutzen? Das wäre toll. So, das liegt gerade am Nahrungsmangel. Die essen hier die ganzen Leichen weg. Läuft bei ihm. Ja. Okay, also, haben wir hier. Ist der. Nee, der ist noch nicht ganz gewachsen, der Mais. Dammit. Wo ist Master? Dem geht's richtig gut. Der fällt nämlich gerade die ganze Zeit Bäume. Wir brauchen aber Essen. Und das heißt, Chat muss mal kurz aufhören. Und hier für Beeren sorgen. Oh oh. Dr. Joe ist kurz vorm RIP. Genau, der sollte am besten schlafen gehen. Wir schauen mal ganz kurz auf seine Bedürfnisse. Nahrung ist noch halb voll. Gestörter Schlaf mal zwei. Durchnässt. Trägt ausgefranste Kleidung. Leiche gesehen. Abscheuliches Schlafzimmer. Unansehnliche Umgebung in Dunkelheit. Verrottende Leiche gesehen. Starke Schmerzen. Woher kommen die starken Schmerzen? Von der Herzprothese? Hat er Herzschmerzen? Und Master ist in Trauer. Master ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Ach so, das ist vorher schon passiert. Okay, wir lassen die rumlaufen. Ja, die Herzprothese, keine Ahnung, der kam damit zu uns. Der hat keinen Liebeskummer, der hat einfach so ein kaputtes Herz gehabt. Essen einstellen, rohes verbieten. Stimmt, sehr guter Tipp. So, wir gehen mal hier drauf. Ernährungsplan, einfach. Wir machen mal eine eigene Richtlinie. Neuer Ernährungsplan. Wir verbieten rohes Essen. Außer Beeren. Beeren und Leichen verbieten wir auch. Hallo? Aber bei rohem Essen sollten wir vegetarische Sachen erlauben. Oder? Nee. Die sollen alles kochen. Die sollen alles kochen. So, Ernährungsplan 7. Wir nennen es einfach Essen. So, schließen. Dann gehen wir hier drauf. Wählen Essen aus und wählen das für alle rein. Okay, gut. So.
Dann, wo geht Chat jetzt gerade hin? Genau, der holt hier die Bären. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hat Master sich wieder erholt? Nein, der ist noch angeschlagen. Dr. Joe schläft. Alarm, so essen sie die Bären doch nicht. Aber die kann man ja zu einer Mahlzeit... Die kann man doch zu einer Mahlzeit verarbeiten, oder nicht? Zeitplan anpassen, machen wir gleich danach. Zeitplan passen wir gleich an, Chat, keine Sorge. Genau, die Nahrungspaste können wir erst machen, wenn wir Strom haben. Das dauert noch ein bisschen. Hier, guck mal, der Chat kocht jetzt direkt, das ist doch gut. 10 Beeren sind gleich eine einfache Mahlzeit. Ja, oh fuck, echt? Na gut, aber Chat isst jetzt erstmal. Dann jagen wir morgen einfach. Und hier sind ja auch noch Bären. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Okay. Baut Reis an, was schon mal auf jeden Fall gut ist. Master erholt sich. Dr. Joe schläft. Der hat echt eine beschissene Stimmung. Also das gestörte Schlaf, das, was fängt an in 15 Stunden zu vergehen, ist in 16 Stunden vergangen. Okay. Trägt ausgefranste Kleidung. Das müssen wir vielleicht mal ändern. Der Jevil war ja nackt, ne? Aber vielleicht müssen wir irgendwie... Oh Mann, ey, das ist ja richtig scheiße, dass Dr. Joe so viele negative Mali hat. Was ist das hier? Eine Karawane der Fraktion Schwarze Felsenverwandtschaft nähert sich. Sie sind Großhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird es ihre Fraktion verärgern. Wir schauen mal. Alter! Der halbe Chat ist hier am Start. Okay. Forschst du schon? Nein, noch nicht. Master will unbedingt von der Falle erschlagen werden. Ja, scheinbar. So wie der da die ganze Zeit durchläuft. So, das bedeutet... warum liegt hier eine Hose? Eine normale Hose. Hat Dr. Joe eine schlechtere Hose an? Hose, normal. Normal. Das T-Shirt ist scheiße. Wir ziehen mal das T-Shirt aus. So. Okay, auch wenn wir mit denen handeln könnten, wir haben nur Leder, was wir verhandeln könnten. Nimm mich gefangen, ich finde es okay, schreibt Bloody Bear. Wir nehmen niemanden gefangen von der Kolonie, weil sonst sterben wir. So, Dr. Joe läuft jetzt los, der ist richtig scheiße drauf. Wo will der hin? Der will das hier holen und essen. Ey, ich glaube, ich muss Vegetarisches doch erlauben, ja, Brecht. Weil sonst dauert es zu lange mit dem ganzen, mit dem Essen. So, Ernährungsplan wählen, neuer Ernährungsplan. Ne, wie kann ich ihn denn ändern? Hier essen. Und wir sagen, vegetarische Produkte dürfen roh gegessen werden. So. Okay. Dann sagen wir Zuweisung, Essen, stimmt noch alles. So, Chat schläft. Ich glaube, Dr. Joe dreht aber gleich durch. Ja, Dr. Joe dreht gleich durch. Wenn er jetzt vielleicht was isst direkt, dann vielleicht nicht. Soziale Drogen haben wir leider noch nicht. Was bedeutet das Zitat bei Dr. Joe Gerner? Welches Zitat? Wo ist hier ein Zitat? Achso, das hier. Du bist nicht auf meine Schule. Das ist der Name unserer, unserer Gemeinschaft. Der wurde uns von Cleverbot gegeben. Wir haben Cleverbot gefragt, wie unsere Gemeinschaft heißen soll. Da hat Cleverbot gesagt, du bist nicht auf meine Schule. Okay. Der füttert ja. Der isst es nicht mal selber, sondern der füttert. Oh Gott. Das Spiel ist ein bisschen leise, aber ich mach mal lauter. Ist so besser, Chat. Ist so gut von der Lautstärke her. Er hat sich auf ihr erbrochen. Nein, der hat ihr Essen gegeben. So, was macht Dr. Joe jetzt? Schläft jetzt. Okay. Ich hoffe, Dr. Joe chillt. Ich glaube, der dreht aber gleich durch. Shit. So, wir handeln mal. Wir müssen es mit Chat machen, glaube ich, oder? Sozial auf 4. Wenn Master mal zu sich kommen würde, der hat sozial auf 7. Zu laut? Zu laut? Perfekt, zu laut. Was jetzt? Perfekt oder zu laut? Ich mache einen Tick leise. So?
Woher die Schmerzen? Ich weiß es nicht. Der war in mehrere Schlägereien verwickelt. Ich weiß nicht genau, wo die Schmerzen herkommen. Könnte auch sein, dass chronische Schmerzen von seinem Herzleiden sind. Nobody knows. So, ich lasse ein bisschen schneller laufen, die Zeit. Wie lange hält es noch an beim Master? Ich will handeln unbedingt. Ich muss warten, bis Chat aufwacht oder der Master sich erholt. Wie lange braucht ein Chat noch? Der ist ja erholt eigentlich. Okay, sobald er aufwacht, bitte handeln. Ja, so ist gut. Ein bisschen zu laut, aber noch okay. Ich glaube, es wird gleich leiser, das nur, weil der Song gerade laut ist. Hoffe ich zumindest. So, ich hoffe, die haben irgendwas Geiles. Was auch ein bisschen nervig ist, dass das ganze Holz hier nicht gefällt, also nicht eingesammelt werden kann. Was ja Classic World of Warcraft, der hier der Händler ist. Aber das Gute ist, während wir uns hier unterhalten, wächst der Reis. So. Sachen, die ich verkaufen kann, sind diese Ledersachen hier. Schweineleder, leichtes Leder, Vogelleder, Echsenleder. Teufelsgarn würde ich nochmal behalten. Es ist zwar am meisten wert, aber ich will es auch benutzen. Ich verkaufe mal alle Ledersorten. Kamelhaut verkaufen wir auch. Medizin verkaufen wir nicht. Die Muffalo-Hose, die verkaufe ich. Das bleibt mal so. Wir haben 251 über. So, wir können jetzt Sachen von denen kaufen. Wie wäre es mit... Also Pemmikan ist relativ günstig. Das ist so Trockenfleisch, glaube ich, so Dörrfleisch. Das würde uns helfen. Wird er heute noch Thief Simulator zocken? Ne, heute nicht mehr, aber morgen wahrscheinlich. Kauft das Pemmikan. Also sehe ich genauso. Ich würde auch das Pemmikan kaufen. Das glaube ich das Einzige, was gut ist. Husky kaufen kann ich mir nicht leisten. Also A ist ja zu teuer. B, wir sind gerade nicht in der Situation, dass wir Huskies halten können. Wir haben viel zu viele Probleme hier gerade. So, ich... warte. Was heißt das Minus? Positive Zahl einkaufen, negative Zahl verkaufen. Das heißt, wenn ich... so bin, dann kriegen wir einen Dollar raus, oder was? Es geht ums Überleben. Haare, verkauf alles. Kauf noch Medizin. Ja, Medizin baue ich ja selber an und wir haben noch hier welche liegen. Das passt schon, glaube ich. Also zahlst du einen Silber. Ah, okay. Machen wir es so. Okay. So, wir haben Fleisch. Und, oh, guck mal, wie sie alle hier sich draufstürzen und essen. Nee, das war ja, das war nicht einer von uns. Das ist unser Fleisch. Was ist denn das hier? Ein Silber? Ja. So, Master isst was. Fantastisch. Und es sind seltene Trumbos bei uns angekommen. Schauen mal. Wer ist das? Der Topper. Okay. Okay, also, wir haben jetzt Pemmikan für ein paar Tage, was okay ist, aber ist nicht super top. Ich muss eigentlich erstmal dafür sorgen, dass alle wieder gute Laune bekommen, Dr. Joe speziell. Ich kriege halt die Schmerzen wahrscheinlich nicht weg. Hungrig, das wird jetzt weggehen, wenn er was gegessen hat, nice. Guck mal, das wird schon wieder besser. Gestörter Schlaf wird auch weggehen, ohne Tisch gegessen, das lösen wir, indem wir einen Stuhl bauen einfach. Dann sind drei Stühle, dann können sie theoretisch gleichzeitig essen, alle drei. Und das ist schon mal ganz gut. So, ich will jetzt hier, dass Fat Jevil angeworben wird. Verbleibender Widerstand ist 7,3, das ist nicht mehr lange. Und das Essen soll nicht hier draußen rumliegen. Kann ich das nicht drin irgendwo lagern? Haben wir nicht eine Essenslagerzone hier? Nahrung, erlaube frisches Pemmikan. Ja, ist erlaubt. Chat holt aber gerade die ganze Zeit Holz. Okay, wenn er damit fertig ist, soll er das Pemmikan bitte reinbringen. Und das Silber lässt ja von mir aus liegen. Okay. Fackel fehlt. Minus 4 bei allen. Achso, wegen der Dunkelheit. Hier ist aber eine Fackel. Hier fehlt eine. Und hier auch. Ja, das kriegen wir aber noch hin.
meinte den Stoff, also den Garnstoff. Ach so, dass ich den nicht verkaufe, deswegen. Ja, aber jetzt haben, wir haben den jetzt behalten, oder soll ich ihn auch verkaufen? Oh, ey, stimmt eigentlich. Es wird noch so lange dauern, bis wir was nähen können. Ich handle nochmal und verkaufe den Garnstoff, ihr habt recht. Und davon kaufe noch mehr Essen und noch mehr Medizin. Okay, so, was macht Chat jetzt? Er bringt jetzt hier nochmal Holz. So, Teufelsgarn. 266 gibt es nochmal. Können wir davon noch Pemmikan kaufen? Ja, 43 haben die noch. Kauf alles. Nee, ups. Falsch rum. Ich will es kaufen, so rum. So, wie war das jetzt mit Minus und Plus? Muss auf 0 sein, oder? Mehr oder weniger. Annehmen. Okay. Bei Minus zahlst du, genau. Langsam fühle ich mich verarscht. Was? Was meinst du denn? Ich liebe dich mehr als die anderen. Meintest du nicht, ich soll das verkaufen? Ich habe es nicht gelesen. Was meintest du denn? Schreib nochmal auf, was du genau meintest. Ist aber jetzt verkauft. Die scheiß Yorkshire Terrier fressen mein Fleisch. The fuck? Das Fleisch ist doch nur ein paar Tage haltbar ungekühlt. Nee. Das ist Dörrfleisch. Das hält 1,2 Jahre. Steht hier unten. Deswegen habe ich es ja gekauft. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt passiert? Master hat eine Prügelei mit Chat angefangen. Ey. Leute, wenn jetzt meine Haare sterben... Okay, was ist Chat passiert? Prellung rechter Arm, Biss linker Arm, Brustkorb, Bruch, rechtes Bein, Prellung und Biss. Tod in 18 Stunden. Ja. Was zur Hölle ist denn hier los? Was ist mit Master los? Der ist ja völlig außer Rand und Band. Ist er so anfällig für sowas? Wir haben ein Geschenk bekommen. Die Stammesmitglieder der Fraktion Schwarze Felsen Verwandtschaft haben ein Geschenk dagelassen. Ein Knüppel aus Sandstein. Vielen Dank. Das, was ich jetzt brauche, ist ein Knüppel. Da, wo sie alle boxen, brauche ich noch Waffen, mit denen sich alle kaputt schlagen. So, tot in 17 Stunden, kommt Dr. Joe. Gut, dass wir Dr. Joe haben. Stellt euch mal vor, wir hätten nicht Dr. Joe. Dann wäre nur Master da und Chat. Master schlägt Chat K.O. und lässt ihn einfach liegen und lässt ihn sterben. Behandlungsqualität 71%, das ist top. Okay, also, sollen wir Master vielleicht verbannen? Pessimist, Psychopath, Kurzschläfer. Kurzschläfer ist geil, Psychopath, naja. Pessimist. Permanenter Einfluss auf die Stimmung minus 6. Fuck. Oh Gott, Leute, ich weiß nicht. Master muss raus, macht nur Ärger. Master muss gehen. Master verbannen. Nein, nicht verbannen. Master bleibt. Du brauchst aber die Arbeitskraft, ja. Nein, Master sollte noch Dr. Joe ausnocken. Okay, der ist gerade in der Katharsis. Extrem niedrige Erwartung, richtig gemütlich. Abscheuliches Schlafzimmer, wurde beleidigt, hungrig, Pessimist, hässliche Umgebung, starke Schmerzen. Okay, wir müssen uns jetzt dafür, wir kümmern uns jetzt darum, dass alle einfach ein geiles Leben haben. Das ist mein Task Nummer 1. Das bedeutet, wir machen die Räume schön. Kann ich diesen Raum hier verschieben?
Ich würde gern das hier woanders hinbauen. Machen wir neu installieren. So. Ja, ich denke, so ist, so geht klar. Dann machen wir den Raum von Master schön. Chat läuft ja schon wieder rum. Und warum pennt denn Dr. Joe hier drin? Hä? Haben die jetzt gerade einfach Betten getauscht? Okay, so, das wird jetzt umgebaut. Okay. Können wir nicht einfach Chat essen? Nein, wir können Chat nicht essen, Chat. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Was ist denn das hier? Ein Kalksteinbrocken, okay. Ich baue jetzt erstmal überall Parkett rein. Oder habe ich genug Stein für den Boden? Nee, die Steine muss ich aufheben. Hier glätten wir die Steine, das wird ein toller Raum. Dieser Raum hier, was ist denn das hier für Boden? Kies, Erde. Okay, wir gehen mal auf Böden. Wir sagen hier Holzboden rein. Hier auch. Hier auch. Bis hierhin auch. Andere könnten wir glätten, theoretisch. Aber ich baue es mal. Ich überbaue es mal. Okay. So, wie viel Holz haben wir hier denn liegen? Das muss in Theorie erstmal dahin transportiert werden. Ey, ich brauche noch jemanden, der transportiert. Ich brauche absolut jemanden, der transportiert. Ist Chat endlich tot? Nein. Boden ist nicht so wichtig. Möbel bringen mehr. Möbel kommen ja jetzt auch dazu. Und zwar, wir bauen auf jeden Fall einen Nachttisch. Der muss hier ans Kopfende. Das heißt, der muss hier hin. Dieser Stuhl hier wird neu installiert, und zwar hier. Die Knarre erlauben wir. Die sollte Chat am besten wieder aufheben. Oh Gott, ey. So, dann bauen wir noch einen Nachttisch. Hier dran, und wir bauen einen da dran. Hier fehlt überall noch Holz. So, dann bauen wir Kommoden. Wir brauchen Licht. Fuck. Master wird noch safe einen töten. Könnte sein. Dann brauchst du ein Transporttier. Also der Weg zu dem Transporttier ist ja ewig weit. Dafür müsste ich erstmal einen Hund haben, der erstmal A nur frisst und nichts beiträgt. Und dann muss ich ihn noch trainieren mit jemandem, der den Trainingsskill hat. Und also da, bevor ich das mache, hoffe ich lieber drauf, dass ich einen neuen Kolonisten bekomme, der tragen kann. Ich glaube, kann Fat Jevil nicht tragen. Er verweigert nur geistige Arbeit und künstlerisch. Also Fat Jevil kann transportieren. Das heißt, wenn wir es schaffen, ihn anzuwerben, der Widerstand ist auf 7,3. Ja. Oder auf Schweine. Ohne Vorratskapsel, Chat. Nanofaser. Ja, ist ganz geil, aber ich brauche das gerade nicht. Ich merke mir mal, wo es ist. Hier ganz im Westen einfach. Ja, im Westen. Das wird dann, nee, das machen wir später irgendwann. Okay. Hätte nie gedacht, dass RimWorld so witzig sein kann. Schande über mein Haupt. Also RimWorld hat ab und zu Momente, wo ich denke, das kann man sich selber nicht ausdenken, den Scheiß. Okay. Fat Jevil hat sich komplett erholt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn anwerben können? Der Widerstand ist 6,1. Da haben wir eine Oma-Putzfrau, die tragen kann. Das könnte 10 von 10 werden, ne? Ich sag's euch. Das könnte richtig geil werden. Alter, Dr. Joe putzt. Ich liebe ihn. Ich liebe Dr. Joe. Jeder sollte Dr. Joe lieben. Er ist der Beste. So. Eine Frage. Wo ist mein Pemikan? Leute, wer hat unseren Pemikan geklaut? Wo ist unser gesamtes Essen? Gegessen? Wie viel wurde denn bitte gegessen?
Das kann nicht sein. Wir hatten irgendwie, wie viel hatten wir denn? 70 Pemikan oder so? Erlaubt das hier erstmal. So, das bedeutet, sobald Chat aufwacht, wie geht's ihm denn? Er ist verbunden, heilt gerade, hat aber starke Schmerzen noch. Trotzdem müssen wir uns um Essen kümmern. Können wir noch mehr auswählen, oder? So, dann sagen wir, Chat, sobald er auf, oder kann es Dr. Joe auch? Kann Dr. Joe das hier? Nein. Chat kann das. So, Schneiden von Wildbeeren. Müsste aber Ernten sein, oder? Warum Schneiden? Warum steht da Schneiden überall? Ach, weil die noch nicht ausgewachsen sind. Fuck. Wie wähle ich denn 100% gewachsen aus? So, ist das hier 100% gewachsen? 89%. Hey Leute, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Bereit zum Ernten, das ist gut. Bereit zum Ernten, das ist gut. Bereit zum Ernten, das ist auch gut. Geil, die brauchen wir. Genau die brauchen wir. So. So, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Essen raus. Was ist hiermit? Bereit zum Ernten. Bereit zum Ernten. Geil, das ist ja der Jackpot hier hinten. Das ist der Bären-Jackpot. Ey, das ist ja ultra nice. Okay. Okay. Die dämlichen Yorkshire Terrier eventuell. Ja, es könnte sein, dass die Yorkshire Terrier den Großteil gefressen haben. Notfallbären ist immer eine gute Idee, Gogo. Alarm nicht schneiden. Nutzt Ernten, sonst schneidest du die Büsche nur weg. Nee, das ist doch dasselbe. Ich kann, also ich habe doch Ernten ausgewählt und schneide die dann. Dann ernten die das. Passt schon. Das stimmt schon so. Alarm, du erntest nicht, du schneidest. Leute, entspannt euch. Ich ernte. Schaut. Der Busch ist noch da. Oh. Der Busch ist noch da, aber es kommt raus. Alles cool. Ist cool. Alles gut. So, okay. So, wir holen Essen. Wie geht's denn Master, dem Dreckschwein? Oh, sorry. Ich hoffe, Master ist gerade nicht da, hat es gehört. Chat hat bald Zusammenbruch. Warum? Wegen den Schmerzen, oder? Durchnässt, abscheuliches Schlafzimmer in Dunkelheit, hungrig, starke Schmerzen. Ja, das sind die Schmerzen zum größten Teil. Dr. Joe kann da nicht pennen. Das heißt, wir sorgen uns erstmal darum, dass Dr. Joe hier ein gutes Bett bekommt. So, zuweisen. Dann wecken wir ihn einmal ganz kurz auf. Man soll da schlafen gehen. Chat legt sich wieder schlafen. So. Okay. Jetzt gibt's wieder eine Woche lang Blaubeermuffins, Chat. Ja, aber ich kann nichts dagegen tun gerade. Wir sind gerade in so einer ganz schlechten Situation, wo wir nur einen haben, der die Kolonie versorgt. Das ist nur Chat. Und alle anderen sind gerade dead weight. Also einfach nur Leute, die nur fressen und nichts dazu beitragen, dass der Kolonie besser geht. Das ist im Prinzip eine mittelmäßige Katastrophe. Ja, ich kann jagen, aber jagen ist jetzt im Moment nicht viel besser, als die Büsche hier zu holen, die im Umkreis sind. Das geht genauso schnell. Fackel im Aufenthaltsraum, stimmt. Kann das irgendeiner von denen machen? Nein. Nein, das kann natürlich keiner machen. Die sind alle nicht hilfreich. Also, sie helfen alle gerade nicht. Master fällt Bäume. Immerhin. Master fällt immerhin Bäume. Ist gar nicht so schlecht. Da haben wir sehr viel Holz. Holz brauchen wir so oder so. So, wir müssen dann erstmal Essen holen. Das sind 30 Bären. Oh, 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 hier. Und der Widerstand fällt auf. Komm. Komm. Auf 4,5. Wenn es so weitergeht, noch knapp 9-mal beschwichtigen, dann haben wir ihn. Ja, du bist so schnell gewachsen, richtig. Richtig. Aber sollen wir uns jetzt von Leuten trennen, oder was machen wir? Ah, es ist schwierig, ey. Es ist wirklich schwierig.
ist wirklich schwierig. Wir haben hier eine Mahlzeit. Matteo, stell doch ein Abbaufeld und Aussaat verweigern, dann ernten die automatisch. Ja, ich weiß, den Trick kenne ich auch, aber da müsste ich ein riesiges Feld anlegen. Damit die das reinholen und ja, das kann ich auch so manuell machen. Wir wollen uns ja von den Bären schnellstmöglich lösen. Wir sind auch bereit zu ernten. Ja. Und unsere unsere Reisproduktion läuft ja auch gerade. Also ich glaube, wir sind bald los von den Bären. Und ich hoffe, dass wir jetzt Dings dazu bekommen. Fat Jevil, warum ist er denn eigentlich hier verletzt? Warum schläft er auf dem Boden, meine ich, weil er nicht verletzt ist. Da fehlen noch Türen bei den Fallen. Nee, die Türen sind alle so gebaut, dass man jede Falle erreichen kann, ohne dass man durch eine durch muss. Also diese Falle kann man hier erreichen. Diese beiden Fallen durch diese Tür. Diese beiden Fallen durch diese Tür und diese Falle von außen. Das ist 100% effizient gebaut. Keine Tür zu viel. Reis ist schon auf 100%. Ja, ich weiß, habe ich auch schon gesehen. Ich warte trotzdem, bis das ganze Feld voll ist. Also Chat soll sich erstmal erholen. Verstehe auch nicht, warum du nicht die 140% Wachstum nutzt. Ja, wo sind die denn? Ist das hier hinten? Nee, 100. Hier. Ja. Okay, wollen wir hier ein 140% Feld reinbauen? Das ist eine gute Idee. Das ist ein geiler Tipp, das mache ich. So, das heißt, wir legen jetzt hier ein Feld an, eine Zone, eine Anbauzone, die genau das Feld, genau das 140% Feld abdeckt. Warte, hier ist auch noch eins. Ja, das ist alles hier, wir haben alles erwischt. Und da drin baue ich Mais an, glaube ich, weil Mais, die Medizin da rein, nee, Mais, wir machen Mais rein, weil Mais ist super ertragreich. Es dauert zwar lange, bis der reif wird, aber wenn der einmal gereift ist, dann haben wir mega viel. Kartoffeln, ja, Kartoffeln sind, glaube ich, so ein Mittelding zwischen Reis und Mais. Reis ist das schnellste, aber ist nicht so ergiebig, weil da kommt nicht so viel raus. Mais dauert fast am längsten, glaube ich, ohne Vorratskapsel. Aber gibt dann am meisten Material. Was ist denn das hier? Muffalo-Wolle. Ist geil. Muffalo-Wolle ist richtig geil. Daraus könnten wir dann später Sachen bauen. Aber brauche ich aktuell auch nicht unbedingt dringend. Das heißt, wir machen erstmal weiter. Eben von der Arbeit gekommen, kein Green Hell, feels Batman. Ja, wir haben es geändert. Wir haben anderthalb Stunden Green Hell gespielt. Und jetzt habe ich aber auch Bock auf RimWorld. Sorry. Immer noch die Fackel im Aufenthaltsraum. Es gibt minus 5. Fuck, man. Ja, aber ich kann das mit keinem machen, außer mit Chat. Und ich lasse Chat gerade schlafen, damit er nicht zusammenbricht. Also, hier die Stimmung von Chat ist nicht super geil. Muss die Medizin nicht ins Trockene? Nee, die kann da draußen liegen, die verdirbt zwar, aber es dauert ewig, bis sie kaputt ist. Warte mal, hä, 9 von 6? Warum rippt die denn so schnell? What the fuck? Zusammenbruch schwer bei Chat, fuck, man. Och man, das Problem ist einfach, dass Chat der einzige ist, der tragen kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die verrottet, weil die nicht überdacht ist. Jo, die halbe Medizin ist schon kaputt. Ja, aber ich kann Chat jetzt nicht wecken. Wenn ich ihn jetzt wecke, dann bricht er zusammen. Und Chat ist auf Bettruhe, der schläft nicht. Ja, der soll sich aber auch erholen. Hier, Bettruhe habe ich bei ihm auch angemacht. Der soll sich erholen. Weil die Stimmung ist halt gerade
Ziemlich kacke. Sehr hungrig. Leichte Schmerzen. Warum sehr hungrig? Warum wird er nicht gefüttert? Wenn wir Dr. Joe sagen, er soll kein Essen. Ist kein Essen da. Fuck, wir brauchen Essen. Oh. Guck mal hier. Muss ich jetzt Chat... Ey, wir sterben, glaube ich, ne? Lass Chat arbeiten oder du stirbst. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Also, das heißt, wir holen jetzt hier Mais. Reis, meine ich. Warte mal. Kann einer von den beiden zumindest kochen? Kochen auf 2. Mastered kochen gar nicht. Oh Mann, wenn wenigstens einer von den beiden kochen könnte, das wäre ja geil. Schick alle anderen weg. Oh, meint ihr wirklich? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Run gerade auf Messerschneide steht. Ist es auch so. Wenn der Chat jetzt einmal ausrastet oder kippt, dann gibt es niemanden mehr, der sich um die Kolonie kümmern kann. Dann kann es vorbei sein. Okay, Master bringt... Hä, was macht er denn? Er isst das jetzt direkt, oder? Das ist okay. Das ist für mich okay. So, ganz kurz. Chat muss jetzt was essen. Ich esse den jetzt einfach so. Master wird halt mehr Probleme machen, als er nützt immer. Ja, wir schauen gleich mal. Ich muss jetzt noch was essen. So, wir essen erst noch was mit Chat. Hat rohe Nahrung gegessen. Das gibt ja einen Malus. Das gibt ja einen Malus. Wie lange hält denn der an, der Malus? Ein Tag. Fuck. Okay. Also er soll erstmal seine Stimmung erhöhen. Also es geht gerade noch so. Malus größer Tod. Ja, aber ich hätte ja es kochen können. Die essen alle gerade nur rohe Nahrung. Das ist eigentlich scheiße. Ich stelle jetzt mal die Ernährung wieder um. Karawane kann ich vergessen. Energierüstung ist cool, aber ich kann jetzt gerade nichts machen. Ey, wenn wir... Hier, Fat Devil dazu bekommen. Das ist einfach das Ding, ne? So, wenn Chat damit fertig ist. So, hier wieder ernten. Die Medizin ist verdorben. Dafür haben wir einen Arsch voll Holz. Guck mal, wie viel Holz wir hier haben. Bauchblatt hilft bestimmt. Ja, später wahrscheinlich. Lass Master Landwirtschaft machen. Kann der das? Pflanzen 3. Stimmt. Ey, dann machen wir das. So, das ist eine geile Idee. Also Master. Nee, das ist nicht Landwirtschaft. Feldarbeit auf 1. Waldarbeit machen wir jetzt auf eine 3. Oder eine 4 von mir aus. So, und dann soll er das hier lernen. Also dann wird er, der wird ja auch besser, wenn er das die ganze Zeit macht. Der soll die ganze Zeit anbauen. Medizin geht kaputt, ja, ich weiß. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich lasse die voll auswachsen und ernte die dann erstmal nicht. Hol mit Chat die Medizin. Die ist noch nicht ausgewachsen, oder? Nee, die lasse ich weiter wachsen. Wir müssen das ganz langsam kitten. Ganz langsam müssen wir das retten, Chat. Hol noch die gute gelandete Medizin rein. Was meint ihr mit die gute gelandete Medizin? Ach so. Die Medizin. Ja, die können wir da erstmal liegen lassen. Chat soll erstmal das Essen holen. Chat macht das hier erstmal. Und wenn er damit fertig ist, hole ich die. Okay. Stimmung geht nämlich gerade. Okay. Dr. Joe soll kochen. Kann der kochen? Kochen hat er auf 2. Das ist scheiße.
Kochen auf 2 bedeutet wahrscheinliche Lebensmittelvergiftung und dann sind wir RIP. Also eine Lebensmittelvergiftung wäre richtig kacke. Der Doktor soll schlachten. Aber man kann Doktor jagen überhaupt? Der hat Fernkampf auf 7. Ja. Dr. Joe hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Fuck. Okay, wir lassen Dr. Joe aber jagen jetzt. Okay, wir haben es gejinxt. Ja, ich weiß. So, Wildtiere. Haben wir Wildtiere, die 0% haben? Die, die man Wildtiere, die wir relativ safe jagen können. Was hat denn Dr. Joe für eine Waffe eigentlich? Ich glaube, ich jage ein Wildschwein. Und dann machen wir Jagen bei Mastermind aber auch raus und lassen nur Dr. Joe jagen. Okay, so. Hat Dr. Joe... Nein, hat er nicht. Wir geben ihm den Revolver. So. Er geht jetzt jagen. Das ist schon mal gut. Master fällt... Was macht er hier? Er erntet einen Tika-Baum. Okay, aber eigentlich... Wo erntet er den denn? Wir brauchen nicht noch mehr Holz. Wir haben hier viel Reis. Sobald die Medizin drin ist, fange ich an, mit Chat zu kochen. So, warte, wir haben das hier. Okay. Okay, er hat nur noch leichte Schmerzen, das ist schon mal gut. Hat aber auch Hunger. Wo ist er denn gerade? Wo bringt er die denn hin? Oh Gott, Chat, ey. Weil ich das Feld falsch gelegt habe. Ich könnte ausrasten. So, wir machen eine Lagerzone hier oben rein. Und da lagern wir Medizin. So, hergestelltes müsste es sein. Medizin, ja. Löschen alles bis auf Medizin. Sagen Priorität kritisch. So, okay. Immerhin. Alter, mach das Lager weg. Ich hab's weggemacht. Ich hatte das da hingemacht wegen den Steinen, damit wir die benutzen können. Okay, warum liegt Fat Jevil denn da drin? Gefangener, warum schläft... Ach so, weil er wild ist, ne? Fat Jevil ist wild, deswegen schläft er auf dem Boden. Okay, so, Chat geht schlafen. Das ist... nicht so richtig geil. Oh Mann, wer macht denn jetzt Essen? Foscare wurde angeschossen. Tod in 3 Stunden. Hui. Können wir mit Dr. Joe nochmal jagen? Nein. Warum ist Dr. Joe so langsam? Aber wegen der Lebensmittelvergiftung und der Herzprothese wahrscheinlich, oder? Ich lege Brocken gerne zwischen die Fallen, das macht die Angreifer langsamer. Das ist eine ganz gute Idee. So. Okay, ich mache die Nacht jetzt einmal schnell. Ich brauche einen Nährstoffpastespender. Okay, warum wird Chat gefüttert? Okay, aber immerhin. Aber kriegt ihr wieder den Malus von der rohen Nahrung? Aber zumindest hat er Essen bekommen. Okay. Boah, warum ist denn das so hart gerade alles? Die sind wieder alle hier am Limit. Hier, Dr. Joe kotzt. Kann er so wegputzen? Er putzt auch selber weg. Nice. Wo geht Chat jetzt hin? Chat schlachtet Kreatur. Das ist eine ganz coole Idee, aber ich hätte lieber, dass er den Reis trägt.
Und dann kocht. Oh, Dr. Joe kocht. Okay, Chat geht's besser. Chat holt das Schwein. Dr. Joe geht's aber scheiße. Stimmung steigt aber wieder. Starke Schmerzen, trotzdem noch. Rohe Nahrung, hungrig, in Dunkelheit. Ah Mann, das Ding hier, das rippt uns. Okay, wir füllen die Fackel auf danach. Okay. So. Warum kocht er nicht an einem Feuer? Ich koche hier oben an der Herdplatte. Okay, ist aufgefüllt, wir haben jetzt hier Licht drin. So, es wird ja auch gekocht. Wir stellen jetzt gute Mahlzeiten her. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Fat Jevil kotzt jetzt inzwischen auch. Fantastisch. Dafür wird der Reis hier auch fertig. Wisst ihr, was ich mal abbrechen muss? Fehle, Abbruch. Oh nein. Fat Jevil ist rasend vor Wut. Ich mach das hier mal alles weg. So. Master soll sich nämlich nur noch um die Felder kümmern. Okay, Fat Jevil will jetzt Leute verprügeln. Kann Master sich mit dem prügeln? Der hat doch eben mal Bock. So, und Dr. Joe auch. Oh ne, was hab ich jetzt gedrückt? Oh, hat schon. Alter, Master ist ja ein Master des Nahkampfs. Aber wurde verletzt, oder? Ihm wurde der rechte Ringzeh abgebissen. Wer kennt ihn nicht? Der Zeh, an dem alle ihre Ringe tragen. Klar. Master ist voll der Obelix. Gib Master doch die Keule. Nee, der muss schießen lernen. Seit wann läuft RimWorld? Seit kurz nach 22 Uhr. So, okay. Wir sind immer noch nicht stabil. Aber, warte, ich schließe das mal. Wir haben drei Mahlzeiten. Fat Jevil kotzt hier gerade, während er auf dem Boden liegt. Müsste eigentlich mal gerettet werden. Mache ich jetzt aber nicht. Stirbt er eigentlich? Nein. Hat eine starke Lebensmittelvergiftung, eine Prellung. Eine Schussnarbe, eine Prellung am Bein und ein Bruch am Becken. Okay. Ha! Die gute Medizin für Master. Na gut, okay, komm, let's go. Komm, Chat. Wir haben eh keine andere Medizin. So, hier wird gekocht. Das ist fantastisch. Ich liebe es, wenn die Leute kochen. So, das ist... Es läuft noch gut. Es ist wie ein Kartenhaus. Man darf nur nicht unten rütteln. Dann geht's. Hier wurde sogar der Boden gebaut teilweise schon. So, wenn wir die Mahlzeiten gemacht haben, dann holt Chat hier noch mehr Essen rein. Ein geiler Typ. Die Fackeln hier an. Ja, wir machen die Fackeln gleich mal an. So, Master wird gefüttert. Auch geil. Kann Dr. Joe vielleicht nochmal ein Wildtier jagen? Ist er tot? Ach, das ist... Kein Wildschwein, das ist hier Fat Jevil. Jagen mal hier ein Wildschwein. Okay. Gleich Infektion, weil der hier in der Kotze und im Blut liegt, meint ihr? Warte mal, warum? Warum kann ich das hier nicht putzen? Warum kann ich diese Kotze hier nicht wegputzen? Was hat das für einen Grund? Angefragte Karawane lehnen wir ab. 9 Knüppel für einen Fernseher. Geil. Okay, den Leuten geht's wieder halbwegs gut. Huiuiui. So, jetzt können wir die Fackeln mal ersetzen. So, hier Fackel auffüllen, Fackel auffüllen, Fackel auffüllen. Fackel auffüllen. So, hier drin bräuchte ich aber auch Licht eigentlich. So.
Gott, ey. Okay. So, wie putzen wir... Oh, mal ganz kurz. Wo ist Dr. Joe? Jagt der gerade? Ich weiß es nicht. So, Master trainiert gerade seine Landwirtschaftsskills. Finde ich fantastisch. Der wird hier die ganze Zeit einfach weiter Pflänzchen anbauen und wird immer besser und es bringt der Kolonie was. Wir haben eine Nische gefunden, in der Master funktioniert und der Kolonie was bringt. Das ist wichtig. So, dann haben wir Dr. Joe, der jagt. Hat er den inzwischen schon... Ja, hat der Face gejagt, stirbt in 2 Stunden. Okay, na gut, immerhin. So. Warum kann man die Kotze nicht wegmachen? Kann er Medizin überhaupt anbauen? Ja, können wir. Wir können Medizin anbauen. Tisch nehmen wilde nicht. Was? Was nehmen Tisch wilde nicht? Weiß ich nicht. So, okay, also. Wir bauen den Boden hier. Es geht so krass bergauf. Raste aus. Holt Chat gerade... Nee, der holt einen Tisch. Okay, was hatte für Dr. Joe für Probleme? In Dunkelheit, unansehnliche Umgebung, leichte Schmerzen, nettes Esszimmer. Okay. Ich glaube, wofür wir sorgen müssten, ist, dass dieses Zimmer hier schön wird. Da ist Schmutz. Ansonsten ist der Raum ja schon geil. Nur das hier gibt einen Malus. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie schönere Sachen rein. So, das heißt, ich schalte das mal wieder aus. Wir nehmen Dr. Joe, sagen... Warum kann er das nicht putzen? Das verstehe ich nicht. Ach, ist schon weg, der Schmutz. Okay. Aber die gute Medizin ist gleich kaputt, oder? Was meint ihr mit kaputt? Warum ist sie kaputt? Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Hier wird ein Holztisch gebaut. So, Dr. Joe ist in einem sehr schönen Raum. Das hier wird auch gleich fertig gebaut. Kunst herstellen. Da sind wir noch weit von weg. Kunst herstellen ist der richtige Ansatz. Aber ich muss erstmal ganz kurz dafür sorgen, dass wir genug Essen bekommen. Hier das nächste Feld ist auch schon wieder fast fertig. Also wir halten... Boah, fuck, ey. Voll der Blitz eingeschlagen. Wir halten uns über Wasser mit den Reisfeldern. Hier wurde aber noch nicht angepflanzt. Guck mal hier, Master. Guckt ihr euch mal an. Guck mal, wie hier... Der ist mega am... Voll der Streber geworden. Eine Bumalope wurde zahm. Fuck. Ich habe Angst vor Bumalopen. Pflanzen haben wir auf 3 inzwischen. Guck mal, der Skill steigt die ganze Zeit. Schaut ihn euch an. Es regnet und blitzt draußen. Und Master ist auf dem Feld und baut an. Einfach nur geil. So, okay. Wir schauen mal die Bumalope an. Ein Tier wurde zahm. Zum Ort springen. Bierschakal. Okay. Ist ja jetzt schon benannt. Das heißt, Bierschakal ist jetzt neues Mitglied der Kolonie. Aber ich würde Bierschakal hier einfach draußen roamen lassen. Beziehungsweise, warte mal, Bumalopen stellen doch Kraftstoff her. Können Charaktere vom Blitz getroffen werden? Ich weiß es nicht. Zahme Bumalopen sind Traps. Ja, aber wir könnten das Gebiet hier einzäunen. Oder irgendwo, das... So, dass die Bumalope hier... Weil die stellt ja Kraftstoff her. Das ist schon ganz geil. Haben wir eine Tierzone überhaupt? Also Tiere. Ja, wir haben eine Tierzone. Wir sagen, der Bumalope, die chillt erstmal hier oben. Ja, man kann den Kraftstoff melken. Ja, okay. Was macht die Bekehrung von Fat Jevil? Das macht... Warum kriege ich die Kotze nicht weg? Alter! Das macht, dass er unserer Kolonie beitritt. Er ist gerade auf einem Widerstand von 0,7. Das ist noch 2-mal bekehren, glaube ich. Dann gehört er uns. Und dann haben wir endlich eine Fulltime-Putzfrau. Achtung, jetzt könnte jetzt passieren. Es könnte jetzt passieren. Wenn es eine gute Beschwörung wird. Widerstand ist auf 0,0. Ich hab doch anwerben. Das war genau auf 0 oder was? Muss ein bisschen drüber sein. So, okay. Dann, als nächstes möchte ich, dass dieses
diese Fackel hier aufgefüllt wird, damit Master nicht die ganze Zeit in Dunkelheit schlafen muss. Ich nest Pessimist, okay. Ab 0 geht's los mit dem Anwerben. Ach so, bei jedem Versuch 48%. Ne, 0 ist richtig, okay. Matteo, ich habe 2,5 Folgen überlegt. Ich weiß, du willst keinen Chat-User mehr, aber ich hab's mir mehr als verdient. Ach so. Na gut, wir lassen den Chat entscheiden, ob Fat Jevil bleiben darf. Hat schon viel durchgelebt. Aber wir müssen fair bleiben. Wir haben gesagt, nur Master wird der Erste benannt. Also, darf Fat Jevil bleiben? Ja oder nein? Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Okay, somit beschlossen. Fat Jevil darf seinen Namen behalten und ist wahrscheinlich bald Teil der Kolonie und wird hoffentlich für Recht und Ordnung sorgen. Oder zumindest für Sauberkeit und dafür, dass Leute nicht ihr Zeug überall rumliegen lassen und er es hoffentlich irgendwie hier reinbringt. Weil einer der wenigen ist, die transportieren können. Also, GZ. Aber noch nicht GZ, weil ist er noch nicht angeworben. Erst wenn ein Kolonist untätig, Dr. Joe. Achso, weil wir nicht jagen, ne? Jage nochmal. So. Wir müssen ja erst anwerben. So, wenig Nahrung. Ja, Jäger ohne Fernkampfwaffe. Wer ist der Jäger ohne Fernkampfwaffe? Chat. Chat hat keine Waffe aktuell. Aber wir müssten Chat eigentlich mal ein Dings geben. Den Bogen, den wir da unten liegen haben, in dem anderen Lager. Okay. So. Dann, das hier müssen wir auch auffüllen. Wir brauchen Licht im Zimmer von Chat. Master hat einen geilen Raum. Dr. Joe hat einen einigermaßen geilen Raum, wenn wir die Wände glätten. Dieser Raum ist noch nicht super hot. Ich mache hier mal einen Holzboden rein. So, wir ziehen hier einen schönen, saftigen Holzboden. Und dann hat auch Chat einen geilen Raum, mehr oder weniger. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Möbel. Und wir könnten dann irgendwann anfangen, Kunst herzustellen. Haben wir Leute, die bei uns schon Kunst gut können eigentlich? Kunst. 1, aber mit Flamme. 4. Ups, nee, so rum. Ja, 4 ist das Beste. Und es wäre Master. Aber wir bilden Master gerade zum Landwirt aus. Also, ich würde Master lieber zu einem Top-Landwirten ausbilden, weil da bringt uns am Anfang mehr. Du brauchst echt einen Lagerraum, im Freien verrottet alles. Ja, ihr habt recht. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden jetzt einen neuen Raum anlegen, und zwar hier unten. Oder hier hinten. Ich würde sagen, hier unten. Und zwar, wir haben 120 Granitblöcke und 100 Kalksteinblöcke. Das hier ist eine Sandsteinwand. Wir sagen Strukturen, Wände, Granit. Wir bauen jetzt einen großen Lagerraum. Also wenn wir hier die Wand weiterführen, dann wäre... Ich schließe einfach diese Wände hier komplett mit ein. Das heißt, wir ziehen einfach nur eine Wand. Oh, Vorratskappe, fuck. Wir ziehen eine Wand von hier. Nach oben. Von hier ziehen wir... Ich glaube, bis hierhin erstmal. Dann bauen wir erstmal das hier. So, Vorratskapsel schauen wir uns an. Zum Ort springen. Oh mein Gott! Es sind 200 Dromedar-Steaks. Hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist aber voll weit weg. Das ist ja voll weit weg.
Okay, mal gucken, ob diese Funktion hier funktioniert. Also, ich habe jetzt extra diesen Raum hier so riesig angebaut. Das wird nicht alles Lager werden, aber wenn ich hier die Wände langgezogen habe, können wir die Räume hier einteilen, damit wir mehrere bekommen. Und wir können diese eingeschlossene Rückwand abbauen in Sicherheit. Das heißt, wir können hier die Bauteile rausholen und hier das Silber, glaube ich, oder? Silber rausholen, ohne dass wir Gefahr laufen, dabei überfallen zu werden oder so. Und wir müssen sowieso das erschließen. Ich werde dann diesen Gang hier weiterführen. Guck dann hier, wie ich das hier baue. Ich kann mal planen ein bisschen. So, wir gehen mal aufs Planungstool. Wo ist denn das? Hier, planen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt 6 die Wand. So, dann machen wir hier 2. Hier ist die Tür und hier. Das heißt, hier entsteht noch ein ganzer Raum. Das ziehen wir hier weiter. Das heißt, hier wird der Gang weitergeführt. 1, 2. Hier kommt eine Tür rein. 1, 2. Hier kommt eine Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt perfekt. So, und dann können wir hier direkt den nächsten anliegenden Raum bauen. Also 1, 2, Tür, 1, 2, Wand. Und hier können wir unseren Lagerraum anlegen. Das heißt, wir ziehen die Wand bis hier oben weiter. Und hier kommt dann einfach Lagerfläche und hier können wir in die Räume rein. Was ist denn das hier? No Storage Space. Ach fuck, das Dromedarfleisch kann nicht gelagert werden. Damn it, son. Warte mal. Shit. Gerade alles scheiße hier. Ist alles scheiße. Ich brauche eine komplett neue Lagerzone. Dass dieser Forschertisch da drin ist, das nervt. Das wird ein mega Mini-Lager. Genau das wird's. Das ist der Run. Die Ecken müssen übrigens nicht ausgebaut werden. Spart unter Umständen wichtige Rohstoffe. Also hier immer so eine Ecke. Ja, aber ich finde das hässlich. Das eine Stück. Das mache ich dann schon. Neuer Rekrut? Oh, Fat Jevil ist dabei. GZ. GZ an Fat Jevil. Das ist ja nice. Und wisst ihr, was Fat Jevil kann? Tragen. Tragen und putzen, Leute. GG. Willkommen in der Kolonie. Wir springen mal zum Ort. Ja. Also hier ist die Party. Jetzt ist meine Frage, wo lagern wir das Fleisch? Ich will am liebsten hätte ich hier außen so ein Lager. Oder hier. Wenn ich hier die Wand weiterziehe. Oh Gott, ey. Also erstmal provisorisch würde ich sagen, ich mache jetzt eine Lagerzone. So, warte. Zone. Lagerzone. Und wir lagern unser Fleisch. Ich weiß nicht, wo ich es lagern soll, ey. Das nervt. Es ist mitten im Weg hier alles. Es ist alles mitten im Weg. So, wir verbieten alles. Bis auf Nahrung. Verrotten das bitte nicht. Keine Leichen. Tierleichen allerdings schon. Ich erweitere die auch mal ein bisschen, die Zone. Auch wenn es echt hässlich ist. Dann verbiete ich diese beiden Türen. Dann nutzen die Vordertüren. Okay. Beim Herd, Matteo, die Felder im Raum, die nicht belegt sind. Hier. Ja, wir könnten hier speziell nur das Fleisch liegen lassen und den Reis, oder? Bau doch an. Mache ich ja jetzt gleich. Aber ich muss jetzt erstmal das Fleisch, was hier unten liegt. Wo liegt denn das? Keine Ahnung. Hier, Fat Jevil trägt schon, glaube ich. Da holt das. Hier, das wird schon geholt. Guck mal hier. Kommt er schon? Macht er jetzt? Was macht er jetzt? Feiert auf Party. Geht er das spazieren? Okay, wir haben scheinbar hier eine Party. Also ja, hier Fleisch zu lagern ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Wir machen das mal so. Zone erweitern. Ich mache das mal hier hin. Dann sage ich die Zone, also die Priorität von dieser Zone hier. Was habe ich denn hier? Hä?
Was ist für ein Quatsch? Das stimmt. Keine Ahnung. Naja, keine Ahnung. So, also jedenfalls gab es eine Party, die Stimmung ist gut. So, dann, wir stellen jetzt mal Fat Jevil ein. Also, Feuerwehr auf eine 1, Patient auf eine 1, Arzt, nein, auf eine 4, Bettruhe auf eine 1. So, jetzt, ganz wichtig. Warum ist ein Transport jetzt hier vorne? Dringend tragen. Auf eine 1, Transport auf eine 1 und reinigen auf eine 1. So, mehr soll Fat Jevil erstmal nicht machen. Also wirklich einfach nur Sachen transportieren und von mir aus dann auch mal jagen irgendwann oder so. Aber putzen, transportieren, mehr nicht. Leute, das ist unser Main-Target. Nice Rimworld, ja, danke. Es gibt zweimal Transport, Fragezeichen. Ja, das ist von der Mod. Es gibt so dringend transportieren. Was machen die jetzt auch hier gerade? Und dann gibt es halt dieses normale transportieren. Kann ich diese Zone hier vielleicht erweitern? So. Okay, also Essen läuft gerade schon mal. Wir haben ja auch gerade viel Fleisch. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich müsste das hier irgendwie umbauen. Dann müssen wir das hier auch planen und bauen. Chat holt gerade Holz rein. Das muss Chat aber nicht mehr unbedingt machen. Aber ich glaube, der baut gerade den Boden. Okay. Chat baut gerade den Boden bei sich im Raum. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann haben wir einen schönen Raum für Chat. Das hier wird ja der Raum von Fat Jevil. Das heißt, wir machen daraus keine Gefängniszelle mehr. Wir sagen jetzt, Fat Jevil wohnt da jetzt drin. Was mit dieser Kotze hier? Kann bitte jemand diese Kotze wegmachen? Warum geht die nicht weg? Irgendein Fehler oder so? Tür verbieten läuft, ja. Da ging das nicht. Warum sind denn die X'e bei der Tür? Ach so. Das war... Ich habe nicht die Tür verboten, ich habe das Stück Dings verboten. Ich habe das Stück Boden verboten zu machen. Den Boden abreißen. Okay, lass mal gucken. Boden entfernen. Ob es das hilft. Kontrollier mal die Heimzonen. Stimmt, wir haben viele Heimzonen, die hier noch irgendwo verteilt sind. Arbeitsgebiet, Heimzone. So, Heimzone verkleinern. Das soll keine Heimzone mehr sein. Alter, was ist denn mit Wolfstrudel hier los? Warum ist Wolfstrudel hier? Der hat sich mit dem Kasua geboxt. So, hier oben ist... Das hier ist eine Lagerzone. Beleichen. Und die Homezone können wir ein bisschen verkleinern. So, und die erweitern wir. Okay. Soweit schon mal so gut. Was ist das hier für eine Lagerzone? Weiß ich nicht. Mache ich weg. Hier haben wir das ganze Stahl. Okay. Lagerzone für Leichen ist gleich Friedhof. Ja, prinzipiell schon. Also, wir machen einen Friedhof für Kolonisten. Und wir machen eine Lagerzone für Leichen für die Angreifer. Das trennen wir. Okay, erlaube den Vogel. Ne, der ist zu weit weg, das lohnt sich nicht. Und außerdem ist da ein Puma in der Nähe. Das will ich nicht riskieren, Chat. Ich will es nicht riskieren, dass der Puma kommt. Ist Wolf wie ein Tiger oder ein Jaguar? Ich weiß nicht, ein Puma, oder? Schwarz. Die Kotze ist weg. Oh! Geil, Mann. Warum ist denn die Kotze weg? Ja, fantastisch. Wir haben keine Kotze in unserer Base. Das sollte... Heute sollte ein Feiertag sein. Der erste kotzefreie Tag seit einem halben Jahr oder so. Okay, sehr gut. So, der Forschertisch nervt... Tisch nervt mich auch. Hier wird Essen gelagert. Hier wird Essen angebaut. Alter, guck mal, wie geil das ist. Ey, seitdem Master das Anbauen von den Feldern übernommen hat, läuft's. Merkt ihr das? Es wurde sogar hier angebaut. Alter, ich liebe Master. Ich liebe Master, ist einfach der Beste. Wir schauen mal auf die Bedürfnisse. Ja. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen?
Können wir einen Forscher einstellen? Forschung, Batterie, niemand forscht. Jugend sollte forschen. So, Forschung. Wer ist der beste Forscher? 6, Chat. Ja, dann machen wir Transport raus bei Chat. Wir machen Forschung auf 1. Feldarbeit machen wir auf eine 2. Bauen auf eine 1. Kochen. Chat, der Einzige, der kochen kann, ist Chat. Nun. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. 13. September, der Tag ohne Kotze. Bau erstmal dein Lager jetzt. Ja, ist ein ganz guter Vorschlag, glaube ich. Hier wird auch schon unten gebaut, ist schon mal nice. Dann, wie viele Steine haben wir noch? Wir haben noch 100 Kalksteine. Das heißt, die nächsten Wände bauen wir aus Kalksteinen. Strukturen, Wand, Kalkstein. Das heißt, wir gehen hier lang und hier lang. Sobald das jetzt zugebaut ist, werden wir hier eine Tür reinziehen, beziehungsweise wir bauen die Tür jetzt schon mal. Hier, kürzerer Weg. Guck mal hier, wie fleißig die sind. Dr. Joe bringt dir die ganzen Sachen. Ey, es läuft! Es läuft! Ich dachte, wir wären tot, aber es läuft. Das bedeutet, wenn es läuft, Sicherheit verstärken. So, das ist frei, dann noch eins. So, okay. Dann können wir eine Kalksteinwand, die hier gezogen wurde, hier erweitern. Ich denke, hier musste eine Tür rein. Ja, eigentlich muss da oben eine Tür rein. Das heißt, ich nehme die Tür hier und setze sie da oben rein. Mit dieser Tür kann man diese beiden Fallen machen. Wie macht man aber diese Falle hier? Das heißt, hier muss eine Tür rein. Irgendwie ist es Bullshit. Chat, irgendwie ist es Bullshit, was ich hier gerade gebaut habe. Ist Bullshit. So, das Stück da, das reißen wir ab. Und dann fangen wir weiter oben an. Hupsi. Hupsi. Nur da gerade, wo der Cursor ist. Ich mach's mal so, ich reiß die Fallen hier mal ab. Muss noch was trinken, ich hab voll die trockene Kelle. Oben noch 2 Fallen mehr setzen. Also 1, 2 und dann können wir hoch. Und dann machen wir mal eine Tür hier dazwischen. Dann machen wir hier eine Tür rein. Ja, kriegen wir vielleicht hin. Mach mal Licht in die Kochstation, dann fühlt der Koch sich auch besser. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wo baue ich die hin? Hier hin. Ich will jetzt sowieso langsam mal von Dings wegkommen, von warte mal, 2 frei. Hier kommt eine Tür rein, glaube ich, oder? Ist es richtig, dass hier eine Tür reinkommt? Ja. Und das hier ist Sandstein, den haben wir aktuell nicht mehr. Ich brauche diesen Stein hier. So, okay. Sehr gut. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Dann brauche ich aber trotzdem nochmal eine Tür hier oben. Ich habe schon wieder Quatsch gebaut, glaube ich. Nee, doch, ich kann eine Tür oben reinbauen. Nee, die hier mache ich weg. So, und dann bauen wir das folgendermaßen. So, und dann bauen wir hier oben zu. Und dann geht es hier um die Ecke. So muss es gebaut sein, glaube ich. Gib Fetti ein Kleid. Ach so, warte, wir gucken mal. Scheiße, der fühlt sich ja richtig scheiße. Warum denn? Gestörter Schlaf, leichter Schmerz, leichter Erholungsmangel, nackt. Ja, nackt. Wir haben gerade nicht genug Stoff. 60 kostet uns, das ist Schweineleder, was ist das hier? Auch Schweineleder, es reicht doch. Wir bauen hier einmal Stammeskleidung, 1. Wir sagen, dass Chat das bauen soll, sobald er wach wird. Und dann haben wir Klamotten für Fat Javel. Okay. Gibt es hier Buffalo-Wolle noch? Die Muffalo-Wolle, meint ihr? Oh, Dromedarfleisch ist verdorben im Lager, fuck.
Wie haben wir denn hier noch? 24. Okay. Guck mal nach der Muffalo-Wolle. Wo war die denn hier? Ja, die gibt's noch. Wie viel ist denn das? 135. Ich erlaube das mal. Hier ist zu inzwischen. Das hier würde ich gerne weggetragen haben. Dann machen wir jetzt hier eine Zone rein, wo wir alles lagern können. Zone. Lagerzone. So, boom, so groß. Lager. Wir möchten da nichts Verrottendes drin haben. Wir möchten da keine Nahrung drin haben. Wir wollen keine Medizin da drin haben. Wir wollen ansonsten keine Tierleichen, ist richtig. Brocken, nee. Ansonsten kann eigentlich alles da drin gelagert werden. Wir lagern hier drin einfach erstmal alles. Vorübergehend. Bau doch mal einen Kühlschrank. Panda-Bier. Was benötigt ein Kühlschrank? So, wie sieht es mit der Forschung eigentlich aus, wo wir gerade dabei sind? Es wurde noch gar nicht geforscht. Bier, richtig. Essen, richtig. Ein Schrank. Ja, alles richtig. Aber auch Strom. Strom, aber wieso baust du keine Turbine? Achtung, jetzt kommt die Antwort. Weil wir erst Batterien erforschen müssen, bevor wir eine Turbine bauen, weil wir sonst den Strom nicht speichern können. So, Panic Room haben wir. Okay, es geht los, Leute. Also, wir sagen unseren Leuten, die sollen alle in den Panic Room gehen. Unsere Tiere sollen bitte auch in den Panic Room gehen, vorübergehend. Beziehungsweise der Tier-Panic Room müsste ein anderer sein. Der müsste hier irgendwo sein. Wohl passt schon. So, wir schauen mal auf den Überfall. Was kommt? Piraten der Fraktion Atombomben von Russland. Okay, das ist der beste Name, den ich bisher gehört habe. Einer fehlt. Was, einer fehlt? Was fehlt einer? Wo fehlt einer? Wo fehlt einer? Wo fehlt einer? Wo fehlt einer? Okay, warte. Alter, das sind ja voll viele. Das sind 4 Bewaffnete. 5! Okay, einer fehlt. So, was, wo? Da, Master. Vielen Dank, Chat. Ihr habt Master das Leben gerettet. Ihr habt Master das Leben gerettet. Er steht tief in eurer Schuld. So, okay. Das Ding ist, wir sind noch nicht so super gut bewaffnet gerade. Was macht denn Bierschakal? Was läuft denn hier über 2 Fallen drüber? Der Verrückte. Und jetzt frisst er meine Sachen. Ich bin schon wieder triggert, ey. So, die sammeln sich erstmal da oben, das ist alles cool. Wir haben noch 7 Mahlzeiten, 19 Reis, das ist eigentlich in Ordnung. Wir haben halt keine, wir haben nicht so viele Waffen. Und mit nicht so viele Waffen meine ich, wir haben eigentlich fast gar keine Waffen, außer Dr. Joe hat, glaube ich, einen Revolver. Wir müssen mal Bögen bauen. Alter, wenn das Ding in der Bude hochgeht, ja, ich weiß, aber das, warum sollte die jetzt, das geht doch nicht hoch, Mann. Alles cool. Wir können Fat Jevil hier die Klamotten anziehen. Dann können wir unsere Safe Zone auch erweitern. Zone. Zone, Arbeitsgebiet erweitern. Panic Room. So, okay, das ist schon mal gut. Während die sich hier drin alle langweilen, können wir eigentlich sagen, Oberflächen glätten und wir glätten diesen Boden hier. Die haben ja sonst nichts zu tun. So. Hier drin können wir auch glätten. Hier drin geht's nicht. Okay, lass mal schnell laufen. Fallen aus der Homezone raus. Hab ich doch raus, oder? Achso, aus der Homezone, meint ihr? Warum sollen die Fallen aus der Homezone raus? Also, was hätte das für einen Vorteil? Glätte das Lager. Das kann man nur hier am Rand glätten. Da muss ich eher noch abbauen.
Okay, die starten ihren Angriff. Okay, die kommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, es sind 5 Stück. Nach Adam Riese muss ich 3 töten. Fuck. Das wird knapp, Leute, ne? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Fallen, um 2 Leute zu killen. Die hier wird nicht benutzt. Okay. Okay, also wir ist eine Falle. Eine Falle und sonst wären die reingekommen. Okay. Oh, Thermalgeist hat überlebt. Lass uns mal Thermalgeist ansehen. Der stirbt in 5 Stunden. Der hat sonst aber keine Leiden körperlichen. Wir schauen mal auf seine Bio. Verweigert fürsorglich und sozial. Das finde ich fast schon wieder sympathisch. Rauschmittelinteresse, auch sehr sympathisch. Geschickt und starkes Immunsystem. Doppelflamme auf Tiere. Eine Flamme auf Pflanzen. Doppelflamme Konstruktion. Fernkampfflamme. Kochen auf 4. Okay, ist der Beste, die mir. Der ist 18. Und der kommt von den Atombomben. Okay, ich werde ihn auf jeden Fall retten müssen. Der ist ja mega sick. Okay. Aber wie retten wir den? Wir werden hier oben in dem Schlachterraum wieder was freimachen. Erstmal vorübergehend. Tour, Möbel, Schlafplatz. Boom, let's go. Wir sagen hier, zack. Dann sagen wir Beschränkung unbegrenzt. Dann nehmen wir unseren Dr. Joe und sagen, er soll ihn gefangen nehmen. Yes. Dann das Erste, was gemacht werden soll, die Fallen sollen bitte wieder genau, das hier soll wieder wir brauchen die Fallen wieder. Warte mal, den tragen wir weg. Dann die nächste Falle, dann tragen wir den hier weg und die nächste Falle. Okay, die Drogen hier ignoriere ich erstmal, bis sie ein Problem werden. Wurde er jetzt schon versorgt? Nein, der stirbt in 4 Stunden. Dr. Joe kommt. Wisst ihr, was ich geil finde? Dr. Joe benutzt die Kackmedizin statt der guten. Finde ich voll sympathisch. So, tot in 4 Stunden. Komm, Dr. Joe, let's go. Was hatten die für Waffen? Die hatten Knüppel, Messer und einen Karabiner. Bekommen haben wir den Karabiner und ein Messer. Oder ein Schwert ist es sogar eher. So, okay, wird versorgt. Sieht gar nicht so schlecht aus, Chat. Und eine Pistole. Stimmt, eine Pistole haben wir auch. Das ist eigentlich sogar ziemlich nice. Was? Gut, schlecht, Material? Was? Was ist das? Achso. Schlecht, aber ist aus Stahl und ist ein Gladius. Das ist eigentlich ziemlich kacke, das Ding. Also ist der Run safe, safe. Ja, Mann, der Run ist super safe. Also, dieser Run ist auch nicht mehr jinxbar. Okay. Waffen ausrüsten machen wir gleich. Wir können Fat Javel eigentlich den Revolver geben. So, ich muss die Leichen loswerden. Ich würde Chat den Karabiner geben, weil der sieht geil aus. Hol die Waffen, bevor die Fallen gebaut werden. Ja, stimmt. Besonders die Waffe hier müssten wir eigentlich holen. Ich erlaub die mal. Fragen kann aber aktuell nur Chat. Ist Fat Javel Psychopath eigentlich? Nee, Mysandrie, Rausch. Wer war denn Psychopath? Kann aber nicht tragen, ne? Ja, verweigert einfach Arbeit. Scheiße. Überdacht doch die Fallen. Warum? Damit die Sachen da drin nicht vergammeln. Ja, kann man machen. Ist nicht so notwendig. Das kriegen wir schon hin. Matteo, die Behandlungsqualität von Wunden ist besser in beleuchteten Räumen und mit Bett. Ah, das ergibt Sinn. Aber provisorisch muss ich es erstmal so machen. Ist jetzt alles auch versorgt worden? Das passt ja jetzt. Ist ja nicht akut gewesen. Also hat er überlebt. Also war schon akut. Tod in 3 Stunden ist schon akut, aber
Haben wir so hinbekommen. Wir werden jetzt demnächst hier einen weiteren Raum anlegen. Ich glaube, den hier sogar. Wir haben noch 46 Kalksteine. Das ist, glaube ich, das hier. Das heißt, wir bauen diese Ecke. So, ich baue das hier mal. Baue ich hier eine Tür rein? Ne, das bauen wir so zu. So, dann bauen wir hier eine Tür rein. Bam. Diese Tür hier würde ich gerne immer offen halten, oder? Obwohl, ist noch nicht überdacht. Wir lassen die nochmal zu. Erst Fallen weiterbauen. Ja, ihr habt recht eigentlich, weil das war schon, das war mir schon ein bisschen zu knapp, um ehrlich zu sein. Von der... So, also hier haben wir ein Repetiergewehr. Fat Javel hat einen Revolver. Master hat einen Kurzbogen. Dr. Joan einen Revolver. Okay. Gut, alle bewaffnet. Ist schon mal... Ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. So, Chat holt Holz. Es wird weiter gebaut. Die meisten Leute schlafen und erholen sich. Die Stimmung ist ganz okay. Bei Dr. Joe nicht super top. Trägt ausgefranste Kleidung. Beengte Umgebung. Warum? Wo ist er denn gerade? Ist auch in einem Bett. Unansehnliche Umgebung. Leichte Schmerzen. Na gut, die Schmerzen werden hoffentlich bald vergehen. Wenn wir das hier geglättet haben, hat Dr. Joe den schönsten Raum eigentlich. Das heißt, wir können da noch ein paar Sachen reinstellen. So ein paar Möbel oder so. Müssen wir dann halt mal schauen. Okay. Das Blut hier will ich wegwischen. Das machen wir am besten. Genau, reinigen von Dreck, reinigen von Blut. Machen wir direkt als nächstes. Der Master baut hier die Wände. Warum das denn? Der ist doch scheiße, oder? In Bauen. Oh, er kriegt's aber hin. Oh mein Gott. Ich sag's euch, Master wird von dem größten Problemkind zu unserem Top-Spezialisten in Sachen Bauen und Landwirtschaft. Es wird einfach ein geiler Typ. Oh, geil, Mann. Master of Disaster wird's, ja. Lately Katie schreibt, guten Abend, na, verweigern schon heute wieder alle einfache Arbeit? Nein, wir haben eine Person, die einfache Arbeit nicht verweigert, das ist Fat Javel, er trägt hier Sachen. Ansonsten eher gemixt. Also läuft, würde ich sagen. So, okay, also, unser nächster Plan ist, wir erschließen diesen Raum hier, um diesen Gefangenen, oh Gott, alles war mit Blut, diesen Gefangenen hier zu konvertieren. Dann haben wir hier ein großes Lager gebaut. Hier wird der nächste Raum gebaut. Die Rückwand wird abgetragen für Bauteile. Hier haben wir Silber. Was wir eigentlich schon mal anfangen könnten, wäre die Mauer, die unser Windrad schützt. Dazu würde ich, glaube ich, das Windrad hier... Oh nein. Krankheit, Wundinfektion. Unser Gefangener hat eine Wundinfektion. Okay, Dr. Joe verarztet ihn gerade, aber ohne Medizin, wenn ich es richtig sehe, oder? Aber die Immunität ist schon höher, weil er so schnell war. Schnell ist gut. Ich gucke ja Grey's Anatomy. Schnell ist immer gut. Gib doch die Pflanzenmedizin. Ja, ich habe die ja hier erlaubt, aber die war, glaube ich, noch nicht ausgewachsen, oder? Ja, die war noch nicht ganz ausgewachsen, deswegen haben die noch nicht benutzt. So, lass mal ganz kurz gucken wegen Strom. So, eine Windturbine. Können wir die hier reinsetzen? Die würde ja genau hier reinpassen. Das ist ja beautiful. Das ist ja wirklich beautiful. Das heißt, ich müsste das irgendwie komplett ummauern. Oh, Rettungskapsel, Leute. Nicht gut, zu viel Windschatten. Die weißen Flächen am besten frei halten. Aber die weißen Flächen sind doch frei. Hier, wenn ich das hier reinbaue, sind die weißen Flächen komplett frei. Oder habe ich irgendwas verrafft? Oh, und die Tierzone ist noch falsch. Okay, Punkt 1. Tierzone, wieder Tiere. Dann Rettungskapsel. Okay, wir schauen mal rein. Ein Häftling namens Blaue... Was?
ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn er den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Blaue ist von der Fraktion Schwarze Felsen Verwandtschaft. Wenn du ihn rettest, wird er vielleicht freiwillig deiner Gemeinschaft beitreten. Ansonsten wird er nach Hause zurückkehren und deinen Ruf zu seiner Fraktion verbessern. Du kannst ihn auch einfangen, aber das wird seine Fraktion verärgern. Keine akute Lebensgefahr. Keine akute Lebensgefahr. Da stehen Pflanzen, die Windschatten geben. Ah, nur Bäume sind ein Problem bei Windrädern. Und die können wir ja fällen. Das ist kein Problem. Der Reis da drunter macht kein Problem. Das ist sogar effizienter, wenn wir da drunter Reis anbauen. Deswegen finde ich ja die Stelle so geil. Okay, wir schauen auf seine Stats. Ist 48 Jahre alt. Ist kein guter Kämpfer. Ist ein Bunkerkind. Verweigert fürsorglich und sozial, was gut ist für uns. Kochen. Kochen auf einer 8 mit Flamme. Das wird unser Koch. Eigenschaften, gutes Gedächtnis und Abstinenzler. Das ist ja saugeil. Der kann sich dann die ganzen geilen Rezepte behalten und säuft nicht die ganze Zeit rum, wenn er kocht. Unser Mann. Das ist unser Mann, Leute. Das ist unser Mann. So, aber das Problem ist, wir kriegen so ein bisschen Platzmangel. Also wir müssen erstmal hier reingehen. Wir haben jetzt... Ah, der Raum... Ah, geil, der Raum ist schon fertig. Ich liebe mich. Ich liebe meine Kolonie, sagen wir es so. So. Möbel. Wir machen mal Schlafplatz hier. Provisorisch. Bam. Bam, bam. So. Dann sagen wir... Wo liegt denn der gute Mann? Sieht ihn jemand? Ich habe ihn verloren. Wo liegt er denn? Dann sagen wir, der soll gerettet werden von Dr. Joe Gerner. Retten. Kann ich gerettet werden, weil wir keinen... Oh, Mann. Kein Gefangenenplatz, nur ein Dingsplatz. Wo liegt er jetzt schon wieder? Da. So, Dr. Joe, retten Sie diesen Mann. Er ist unser Koch. Okay. Also kein Alfred Biolek. Hä, das wird voll der Alfred Biolek. Also ein richtiger Alfred Biolek wird das. So, dann ballern wir hier nochmal eine Fackel rein. So, wie weit ist die Forschung mit den... Alter Schwede, das dauert ja noch Tage. Wenn du ihn rettest, schließt er sich deiner Fraktion nicht an. Ja, wissen wir ja nicht genau. Kann trotzdem noch passieren. Wenn nicht, dann kloppen wir ihn kaputt. Wir kloppen ihm die Knie kaputt, bis er sich anschließt. Wir retten ihn erstmal. Aber der Alfred trinkt doch den ganzen Tag Wein zum Kochen. Achso, stimmt, dann ist natürlich kein Alfred Biolek. 50-50 wird hier geschrieben, ist es. Okay. Doch, retten kann beides passieren. Okay, wir schauen mal. Okay, wird behandelt. Wir müssen mal unser Dingsfeld vergrößern. Zone erweitern. So. Ach, ich wollte schon längst was trinken, Chat. Hol dir noch schnell was zu trinken. Den anderen gefallen muss er noch auf Anwerben stellen, glaube ich. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, hast du. So, machen wir. So, dann lass mal den zweiten Raum aber auch direkt anlegen. Wird dann so ein Stranger-Raum. Fuck, wir haben nicht mehr genug Steine. Wir müssten eigentlich jemanden Steine kloppen lassen. Was die alles reinbringen. Boah, und wir haben hier schon Kraftstoff von unserer Bumalope. Hui, so ganz langsam läuft's, ne? So ganz langsam läuft's bei uns. Kann man nicht trotzdem die Gespräche zum Anheuern... Okay, zu langsam. Build additional pylons. Wir müssen auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass wir eine richtige Nahrungsproduktion auf die Beine stellen. Weil das ist zwar alles jetzt gewachsen zu 95%. Wie sieht's denn beim Mais aus? Oh, dieser geile Mais. Was wäre, wenn wir unsere Base nach da expandieren? Also, dass wir hier oben weiterbauen. Also, hier oben kommt so Killbox hin, so. Gut. Und diese Wand hier ziehen wir hier so weiter. Sodass wir dann hier eine Wand haben und hier und hier. Dann haben wir das geile Anbaugebiet in unserer Base mit drin. Hier gibt es nämlich auch so ein kleines, geiles
mehr, mehr fruchtbare Erdegebiet. Was wäre die Welt nur ohne Mais? Richtig. Nichts. So, ich brauche trotzdem noch mehr Felder mit Reis. Wir verhungern sonst. So, Zone erweitern. Zone erweitern. Nee, das war falsch. Habe ich hier zwei Felder hier angelegt? Okay, strange. Nee, hör auf! Master, ich weiß, du bist geil auf Anpflanzen, aber wir müssen erstmal hier... Ja, genau. Alter, der Master! Warte mal, Zusammenbruch, Dr. Joe? Der kotzt dir die ganze Bude voll! Du sollst den Raum glätten und nicht kotzen! Warum kotzt du denn? Ach, immer... Lebensmittel vergibst du immer noch oder schon wieder? Gibt es Geothermie in der Nähe? Wäre auch gut für die Richtung der Erweiterung. Stimmt! Das ist ein, ich dachte, Joe sollte retten. Hat er ja. Joe hat gerettet. So, also, ihr habt recht. Also, wir lassen ihn hier mal weiter kotzen. Wir brauchen Geothermie. Ich muss schauen, wo haben wir hier den nächsten Geysir? Fuck, was ist jetzt los? Wutanfall Dr. Joe. Fuck. Der wird Sachen kaputt schlagen. Naja, ist sein Zimmer. Soll er machen. So, wo haben wir hier Geothermie? Ich sehe überhaupt keinen Geysir, Chat. Seht ihr irgendwo einen... Ah, hier. Hier ist einer. Aber das ist ja voll am Arsch der Heide. Hier ist noch einer, aber auch voll weit weg. Hier ist auch noch einer. Boah, krass. Die sind mega weit weg. Vorhin hast du noch ein Loch gesehen, ja. Kein Essen, Alarm, ja. Oh, Master baut ab. Das ist keine gute Idee, oder? Der macht hier alles kaputt. Master! Okay, Joe hat sich entspannt. Wenig Nahrung. Verhungern die gerade alle? Okay, kann es sein, dass der Master die gesamte Ernte gerade zerstört? Wir müssen Tiere jagen gehen. Arbeiten. Machen wir mal jagen bei den Nicht-Köchen auf eine 1. Hedgehammer kann auch jagen. Der ist, ganz, glaube ich, ganz gut. Mastermind kann auch jagen. Okay. So, Chat soll kochen. Alter, Dr. Joe kotzt hier die ganze Bude voll, Mann. Okay, so, lass mal hier auf die Wildtiere gehen und dann jagen wir hier mal die Guten. Wir brauchen was mit viel Fleisch. Ein Wildschwein. Vielleicht sogar noch ein zweites Wildschwein. Zwei Wildschweine werden jetzt gejagt. Okay, Fettschäbel geht schon los. Lass mal gucken. Hier. Tigurke. Master Doppelflamme auf Jagen. Ja, ich weiß, habe ich ihn auch schon eingestellt. Alter, wie gut ist denn Fat Jevil? Guckt ihn euch an. Absolute Tötungsmaschine. Du lässt schlechte Köche kochen, da Joe oft nichts zu tun hat. Habe ich es erlaubt bei ihm? Kochen habe ich bei... Ach, stimmt. Ihr habt absolut recht. Sollten nur Chat kochen lassen. Medizinischer Notfall. Oh, oh. Warte mal ganz kurz. Ich mache mal Pause. Wir müssen mal hier auf die Wundinfektion gucken. Oh, der wurde auch schon wieder behandelt. Immunität ist bei 94%. Okay, Thermalgeist ist über dem Berg. Das ist schon mal geil. So, jetzt Vorratskapsel. Alter, ein Haufen Benzin. Das brauche ich aber nicht. Wir können es trotzdem, wir erlauben das mal, aber das sollen die nur machen, wenn sie halt Zeit haben, das zu machen. Passt schon. Wie geht's Chat? Chat geht's richtig gut, guck mal. Der kocht hier wie ein Weltmeister, Mann. So, wenig Nahrung. Wir haben hier wieder gute Nahrung, die sollen die sich mal holen. Schade, dass das halbe Feld hier ein bisschen fehlgeerntet wurde von Master, weil der ist noch nicht so gut im Ernten. Was hat denn der für ein Skill inzwischen? Rettungskapsel in Klammern Verwandtschaft. Okay. Ist das unser perverser Onkel?
oder unsere Mutter eine Beraterin namens Leslie ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn sie den Aufschlag überlebt hat, ist sie vermutlich schwer verletzt. Leslie gehört zu keiner Fraktion. Du kannst sie retten und hoffen, dass sie freiwillig bleibt. Oder fange sie zum Rekrutieren oder Versklaven ein. Leslie hat eine Beziehung zu einem Kolonisten. Sie ist Chets Mutter. Wir hatten noch nie Chets Mutter in der Kolonie. Chet, es ist eure Mama. Eine dramatische Wendung der Ereignisse. Okay. So, wir gucken mal. So, da kommt sie gerade runter. Wie weit ist es weg? Das ist schon sehr weit weg. Wenn es ihr scheiße geht, haben wir ein Problem. Wisst ihr, was wir machen? Wir schicken sofort Dr. Joe los. Er soll schon mal hier hinrennen. Da liegt sie. Sie stirbt in 8 Stunden und hat schon eine Beinprothese. Ihr habt eine Holzbeinmutter. Wir schauen mal auf die Stats. Verweigert kochen. Alter! Sie hat einen Social Skill von 20. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich spiele seit 200 Jahren RimWorld und ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen Skill von 20 in irgendwas hat. Es ist halt Mama, stimmt. Es ist halt Mama. Mama ist Beste. Alter, sie hat aber allgemein krasse Stats. Tiere, Flamme 10. Handwerk, Flamme 5. Medizin, Doppelflamme 6. Sozial, eine Flamme 20. Geistige Arbeit, eine Flamme 3. Bergbauflamme, Konstruktionflamme. Und jetzt kommt's. Fleißig, Arbeitsgeschwindigkeit plus 35% und starkes Immunsystem. Das ist einfach die Gottmutter. Okay. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. 8 Stunden wird aber knapp. Fuck, Mann. Können wir sie vielleicht hier vor Ort versorgen? Was hat ein Dr. Joe für ein... Alter, Dr. Joe hat Medizin 12. Das schafft er. Okay, Dr. Joe, no pressure. Aber du musst die Mutter von Chet retten. So, dann machen wir hier Krankenbett. Okay, let's go. Komm, Dr. Joe, komm. Komm, let's go. Rette Mama, Matteo. Ja, Mann, wir retten sie. Macht euch keine Sorgen. Spiel speichern? Nee, dürfen wir nicht. Wir spielen Fake-Commitment-Modus. Wir dürfen nicht speichern. Nur am Ende der Folge immer. Okay, wie viele Stunden lebt sie noch? Boah, tot in 6. Leute, das wird... Es könnte knapp werden. Tot in 5 Stunden. Okay. Come on. Come on. Come on. Come on. Tod in 16. Sieht gut aus. Es sieht gut aus, Chat. Es sieht gut aus. Ist safe. Die Mutter ist safe. Ist safe. Oh mein Gott. Okay, geil. So, dann machen wir es noch folgendermaßen. Wir müssen die Mama mit hier in die Base reinbringen. Chat, habt ihr was dagegen, wenn heute Nacht eure Mutter bei euch schläft? Bestimmt nicht, oder? Ich gebe ihr sogar mal das gute Bett. Was, Monka S? Mama. So, das heißt, wir reißen das hier ab. Und dann sagen wir Dr. Joe, er soll Mama retten. Mama darf das. Bett ist übel. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wir werden auf jeden Fall neue Betten bauen müssen. Ich hoffe, ihr habt die Bettlaken gewechselt, bevor eure Mutter zu Besuch kam. Okay. Nun ja, es gibt Grenzen. Ihr schlaft ja nicht im selben Bett, Leute. Ich zwinge euch ja nicht, dass ihr im selben Bett wie eure Mutter schlaft. Ihr schlaft auf dem Boden.
So, warte, wir machen das hier. Schlafplatz. So, ihr schlaft. Hier. So, okay. Warte mal, wir müssen jetzt aber die... Wir müssen jetzt Chats Mutter benennen. Überlegt Kotze, stimmt, weil die echt überall Kotze. Gott, wie es hier aussieht. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist ganz gut. Doppelbett für Mama und Chat. Okay, Tonino, das ist das Krankeste, was du jemals geschrieben hast im Internet. Okay, wie nennen wir Chats Mutter? Mutti? Mama Chat? Wie nennen wir sie? Mutter. Mama Chat. Machet? Nee, Mama Chat. Mama Lauda. Chats Mutter. Mama. Twitch Chat. Mamushka. Big Mama. Big Mom. Mama Lauda. Warum denn Mama Lauda, Leute? Was ist? Chat Ma. Mutter bei Ma. Nikita, nee, Nikita ist Niklas, das ist nicht die Mutter vom Chat. Mütterchen. Matteo, nee, Matteo auch nicht. Okay, machen wir so. Ich weiß es gerade noch nicht, ich kann es nicht sagen. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen. Wir können sie noch gar nicht benennen übrigens. Wir können sie erst benennen, wenn sie uns beigetreten ist. Das heißt, wir müssen uns dann nochmal Gedanken machen, wenn wir sie... wenn wir sie davon überzeugt haben, dass sie mit ihrem Sohn in einer Wohnung leben soll. Okay, gut. Soweit schon mal so gut. Dann, so, Steinblöcke herstellen. Das muss ich auch wieder aktivieren, damit wir hier Steine bekommen, damit wir unsere Wände weiterbauen können. Oder wir bauen innen aus Holz. Oh, Mutter Teresa ist ganz gut. Ingeborg. Ja, wie gesagt, müssen wir dann machen, wenn es soweit ist. Können wir jetzt gerade nicht benennen. So, wie sieht es eigentlich hier mit den Dächern aus? Dach erstellen. Ist hier schon überall Dach? Aber das hält doch hier gar nicht. Ist doch mega unsafe hier, diese riesige Fläche. Fläche. Was ist das hier? Granitblock. Wir nehmen mal Granitblöcke. Struktur, Wand, Granit. Bauen wir hier was rein. Die Tür rein. 1, 2, 1, 2, Tür. So. Okay. Also. Thermalgeist wird gerade angeworben. Wer werben ihn wirklich an eigentlich? Ja, der hat einen Widerstand von 25 noch, das ist sehr hoch. Ah, Pi ist Gast. Wann entscheidet sich, wann der Gast denn zu uns überläuft? Ernte fehlgeschlagen. Oh Gott, ey, Master, du musst es besser hinkriegen. Pflanzen hast du auf 4 inzwischen. Okay. Na gut, immerhin lernt das. So, wir haben hier genug Fleisch. Es kann also genug gekocht werden. Eieieiei. Ist Mama auch wirklich älter als Chat? Lass mal gucken, wie alt ist eure Mutter, Chat? Sie ist... Was? Leute! Die Mama ist da! Die Mama ist da! Sie ist gerade der Kolonie beigetreten. Sie ist 68 Jahre alt, aber ihr richtiges Alter ist 575. Holy shit, ist sie alt. Okay, wenn sie so alt ist, dann Mutter Teresa, oder? Mutter. Oder Oma Teresa. Nein, ist ja eure Mutter. Mutter T. Mama Teresa, Mutter. Nee, Leute, Mutter ist gut. Es ist die Mutter. Sag mal, Leute, es ist die Mutter jetzt. Okay.
Okay. Mutterkuchen. Leute, hört auf. Okay. So, also, das heißt, wir stellen jetzt Mama ein. Mama hat, Alter, hier, Aufsehen. Das ist ein gottgleicher Skill. Das heißt, sie muss aufsehen und die Leute anwerben. Ey, wir werden so viele Leute rekrutieren können mit der Mama, mit der Mutter. Okay, so, lass mal hier. Arzt. Ist sie halt auch gut, ne? Können wir auch einstellen. Bettruhe machen wir auf eine 1. Transport würde ich erstmal weglassen. Wo war sie denn noch godlike? Sie hatte doch voll krasse Skills. Medizin haben wir schon eingestellt. Tiere. Ja, können wir auch machen. Tiere und den Rest lasse ich, glaube ich, erstmal weg, oder? Handwerk. Wollen wir die Mutter Steine kloppen lassen, Chat? Nee, ne? Wie alt ist Chat eigentlich? Chat ist 30 Jahre alt, biologisches Alter 65. Also nee, biologisches Alter 30, aber chronologisches Alter 65. Ich würde Tiere auf jeden Fall bei ihr auch noch einstellen. So, Tierpflege auf eine 1. Und dann lassen wir das erstmal so. Und lebt bei seiner Mutter. Ja, passt doch. Okay. Wir haben trotzdem noch wenig Nahrung. Wir haben hier oben Fleisch. Ich jage jetzt noch mal ganz kurz. Wir holen hier mal einzeln die Wildschweine raus. Bewusstloser Kolonist. Was? Mutter hat eine Nahrungsmittelvergiftung von einfacher Mahlzeit bekommen. Ursache verschmutzter Kochbereich. Die Mutter ist ohnmächtig. Oh Gott. Fuck. Das, weil hier Dr. Joe gerne alles vollkotzt. Das, hier das rohe Fleisch liegt hier in der Kotze drin. Fuck, wir müssen mal komplett alles hier neu kalibrieren. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen hier oben diesen Bereich erweitern und unsere Küche größer machen, da einen Kühlschrank dran machen und Strom und forschen. Ich brauche alles. Fuck, Mann. Alter Schwede, wir müssen jetzt mal richtig hier Gas geben. Am besten wäre sogar vielleicht... Brauchen wir eine Schleuse bei der Küche? Nee, ne? Brauchst du ein Altersheim? Ja, Betten bauen, stimmt. Erstmal Task Nummer 1, Betten bauen, richtig. Wir brauchen eigentlich einen Raum für Chat. Ja, aber wo bauen wir Chat den Raum hin? Eigentlich wäre das hier ein guter Raum für Chat. Wie lange pennten hier die... quasi noch. Ach Gott, ey. Das sind echt alles alte Leute. Zusammenbruch schwer bei Fat Jevil. Warum? Oh fuck, was ist denn bei Fat Jevil los? Auch Lebensmittelvergiftung stark. Ey, fuck, Mann. Das ist, weil irgendjemand kocht, der es nicht kann. Und es war, glaube ich, ich habe Master kochen lassen. Das war mein Fehler. So, kochen dürfte nur noch Chat. Der hat einen Skill von 8. Das waren aber noch die ganzen schlechten Mahlzeiten, die da waren. Und weil das hier schmutzig war. Drei Betten fehlen. Okay, dann bauen wir jetzt einfach mal... Boah, keine Ahnung, wo baue ich denn die jetzt hin, die Betten? Kopie bauen. Kein Plan. Ey, dann baue ich jetzt... hier ein Betten. Und hier. Und hier. So, Chat wird jetzt gestörten Schlaf bekommen, weil dauernd Leute durch seinen Raum gehen. Und Fat Jevil rastet hier gleich aus, weil er hier durch den Regen laufen muss und eine Lebensmittelvergiftung hat. Okay, wir müssen uns wieder ganz langsam stabilisieren. So, Fat Jevil, leg dich mal schlafen, damit es dir direkt besser geht. Nice. Okay. Eieieiei. Oh fuck, ich muss auch ein paar Subs vorlesen, Leute. Ich habe das wieder vergessen. Das machen wir jetzt währenddessen, während die Nacht läuft. Also, ich fange mal... Alter, was ist denn hier passiert? Was habt ihr hier veranstaltet, als ich hier gezockt habe? Rickster hat für 9 Monate gesubbt. General Trooper hat für 17 Monate gesubbt. Tabula Reiser für 10. Zepp hat für 7 Monate gesubbt. Choya für 6 Monate. Ich muss hier weiterlaufen lassen. So, dann Hanky für 19 Monate. Er schreibt, bitte einen VR-Stream mit Leon wiederholen. Das ist der Shit. Ich glaube, er macht das, glaube ich, auch.
Klesmer hat für 7 Monate gesubbt und schreibt Send Help. Galliger Lurch hat für 20 Monate gesubbt. Smart Panic für 7. Er schreibt, Matteo hinterlässt seine Nachrichten vor dem Piepton. Okay. Mixos hat gesubbt. Boba Fett hat gesubbt. Marco Razor hat für 6 Monate gesubbt. Lord Bicknick für 21 Monate gesubbt. Dann hat Lacusa gesubbt für 23 Monate. Bugfix hat 5 Subs gegiftet. Vielen Dank. Shape hat 5 Subs gegiftet. Vielen Dank. Warum habt ihr Subs gegiftet? Daimios hat für 8 Monate gesubbt. Mr. 47 hat für 18 Monate gesubbt und schreibt Bonjour Herz. Erfrischungsgetränk hat für 7 Monate gesubbt. Captain Armon hat für 16 Monate gesubbt. Castro für 3 Monate. Sukrin für 14 Monate. Er schreibt 14 Monate im Bonjour-Dschungel. Imo2k hat für 21 Monate gesubbt und schreibt Hallo Peter. Stameni hat 50 Euro dagelassen. Ist er noch da? Ey, vielen Dank an die ganzen Leute, die hier Subs verschenkt haben und Geld dagelassen haben. Was ist denn hier los? Also, Stamini schreibt, also er hat 50 Euro dagelassen, schreibt, Matteo, danke für die wunderbare Unterhaltung. Bei schlechten Tagen wie diesen ist das Gold wert. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, du hattest einen besseren Tag jetzt gegen Ende. Das ist einfach nur krass, 50 Euro ist mega viel Geld. Dravius hast für 2 Monate gesubbt. Dann hat Stamini nochmal 15 Euro dagelassen. Alter, weil Matteo toll ist. Vielen, vielen Dank. Savia hat für 10 Monate gesubbt und schreibt, wer das liest, ist schön. Bonjour Herz, dankeschön. Temidis hat für 15 Monate gesubbt. Sonek hat für 24 Monate gesubbt und schreibt, 24 werden und 24 Monate Bonjour Sub. Nice, Bonjour Herz. Alles Gute zum Geburtstag, zum 24. Glückwunsch. Sijin hat für 3 Monate gesubbt. Dino Raw hat für 15 Monate gesubbt und schreibt Hallo Mama. Und Krishan hat für 22 Monate gesubbt. Ey, wie nice seid ihr denn heute drauf? Geil, Mann, dankeschön. Geil. So, weiter geht's. Noch ein bisschen. Wir haben jetzt 0 Uhr. Ich will jetzt gerade noch ein paar Sachen machen. Nur so ein paar. Nur ganz klein. Also 1-2 Minuten noch länger. Ganz kurz. Also erstmal liegt hier oben wieder Kraftstoff, den können wir hier unten hier lagern. Ich überlege gerade, ob so ein Kraftstoffgenerator sich für uns schon lohnt. Strom. Hier, Kraftstoffgenerator. Der braucht 3 Bauteile und 100 Stahl. 100 Stahl haben wir. Bauteile hätten wir hier hinten drin. Aber lohnt sich das? Reicht eine Boomerlope, um das anzutreiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Also das, was ich jetzt mache, ist, ich plane jetzt erstmal nur den Raum. Und zwar hier Befehle, planen. Ich hätte gerne, dass dieser Raum hier aufgelöst wird und dass das hier oben unser Kühlraum / Schlachtraum wird. Das heißt, es gibt einen Eingang von außen, der von hier reingeht. Da müssen wir so eine Sicherheitsluke bauen, wo die Leute das Fleisch reinbringen oder das geschlachtete Zeug reinbringen, aus einem Lager, was hier ist vielleicht. Dann ist hier die Kühlkammer und von der Kühlkammer kommt das hier hin. Aber ich will ja die Küche austauschen. Wir wollen ja Nährstoffpaste-Spender haben. Das heißt, wir müssen es eigentlich komplett anders planen. Wie groß ist ein Nährstoffpaste-Spender? Wo ist denn der bei Produktion? Da. So groß wäre der. Hier würde man essen. Das heißt, hier wäre der Einlass. Das würde gehen. Guck mal. Das würde gehen. Wenn man den hier einfach so dran baut, die Rückwand hier abreißt, baut man den hier dran. Der braucht aber erstmal Strom. Aber so. Ah nee, warte mal, das ist kacke. Weil der wird ja von allen Seiten beladen. Das heißt, die Wand hier muss mehr dahin. Ja, aber so in der Art. Warte mal, ich mache hier Befehle. Das heißt, das hier muss weg. Das hier würden es dann hier so lang ziehen. Dann kommt der Nährstoffpastespender hier hin. Drumherum ist die Lagerzone. Außen schlachten und dann reinbringen. Chat verlangt richtiges Essen. Oh fuck, was ist mit Fat Jevil los? Chat macht doch richtiges Essen, oder? Die haben hier alle so richtiges Essen, das passt schon. Hab mich immer gesträubt, die Paste zu nehmen, die ist voll. Ja, die Paste ist ekelhaft, aber die hat, wie gesagt, wir haben schon oft drüber geredet, die hat halt einfach Vorteile.
die nicht von der Hand zu weisen sind. So, Chat kocht gerade. Wir haben über 120, sogar 140 Essen, also 140 Fleisch alleine und Reis. Neuer Reis wird auch wieder angebaut. Ja, läuft eigentlich. Leute, ich würde sagen, hier beenden wir diese Session. Es war ein Auf und Ab. Wir haben unsere Mutter gefunden nach all den Jahren. Und morgen geht es weiter mit Trimworld ab 22 Uhr, glaube ich. Vielleicht fange ich aber schon ein bisschen früher an, je nachdem, wie lange Pock oder Block geht. Okay, gut. Dann speichern. Wir nennen das Trimworld 4. Speichern und wir gehen zum Desktop. Ein geiler Tag. Ein geiler Tag, Mann.